Hallo, da bin ich wieder mit Nervösen und Dickede. Und heute möchte ich mal Steine bemalen, mal ganz was anderes. Ich habe das mal gesehen und fand das eigentlich so schön und hatte jetzt gerade mal Lust, das so nachzumachen. Hier habe ich schon mal einen so fertig, wie ich mir das dachte, in Schwarz-Weiß. Den wollte ich im Herbst nachher für die Deko nehmen. Jetzt kommt er dann ganz einfach ins Bild. Ich habe mir noch zwei andere ausgesucht, einen ganz großen und noch einen kleinen. Den habe ich schon mal schwarz gemalt und hier seht ihr ja, dass das ein ganz normaler Stein ist. Ich habe gesehen, dass das möglichst eine glatte Kante hat. Die habe ich alle aus meinem Garten geholt. Also man könnte am Strand natürlich schönere sammeln, aber ich denke mal, das geht auch so. Hier muss ich jetzt mal gucken, wo das so am besten geht. Und dann zeige ich euch gleich, wie ich das so gedacht habe. Zuallererst habe ich natürlich mit Acrylfarbe schwarz grundiert. Einfach so drauf. Das hält. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht und das geht immer ganz gut. Diese Acrylfarbe ist ja auch so eine Wunderwaffe. Ja, und dann werde ich das jetzt mit Weiß diese Blätter drauf zeichnen. Zuerst mal mache ich den nochmal schwarz, dann kann der trocknen. Die Farbe habe ich schon umgerührt. Vernünftig. Und mal das jetzt einfach schwarz. Wo es ein bisschen porös ist, ein bisschen tupfen und ansonsten seht ihr hier. Dann kann die eine Seite schon mal trocknen und dann geht das mit der anderen Seite weiter. Vielleicht sagen dann auch einige wieder, warum lässt du die schönen Steine nicht Natur? Aber ich finde, man soll auch einfach mal das machen, wozu man Spaß hat. Wie gesagt, ich habe das mal gesehen, fand das ganz lustig auf dem Foto und habe gedacht, das kann man ja auch mal machen. Und ich glaube, im Herbst für die Deko sieht das ganz schön aus, wenn man so Schwarz-Weiß-Deko mache ich ja immer ganz gerne. Kann ich das schon leicht zum Trocknen hinlegen. Ihr habt bestimmt auch kein Interesse, so lange zuzugucken, wie ich hier irgendwas schwarz mache. Das ist ja uninteressant wie nur irgendetwas. So. Schon mal trocknen. Das war schon alles. Die andere Seite mache ich nachher. So, nun habe ich meinen großen Stein da zum Trocknen gelegt und fange hier mal mit dem kleinen, habe hier so einen kleinen Pinsel, ziemlich schmal. Ich habe hier mal eine kleine Farbe. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt so richtig hinkriege, euch zu zeigen. Ich male jetzt ein Blatt an der Spitze. Und mal das ganz aus. Ich zeige es euch gleich. Ist gar nicht so ganz einfach, weil der Stein ja nicht so eben ist. Man hat ja so so habe ich das jetzt aufgemalt und da mache ich jetzt zwei oder drei so aneinander. Also immer eine Spitze und dann so ein Bauch dran. So sieht das dann zuerst immer aus. Jetzt habe ich das hier schon angeschnürt. Ich kann aber so ganz schlecht mit Handschuhen arbeiten. Die kann ich mal gleich wieder ausziehen. Dann merke ich gar nicht, wie ich irgendwo hinschmeiße.
So. Also nochmal vorsichtig ausmalen. Vielleicht die Ränder so ein bisschen versuchen gerade zu ziehen. Also das kann meines Erachtens nach auch wirklich jeder und vielleicht viele von euch auch noch viel schöner. Ich sage immer, ich mache ja nur so ein bisschen Deko und dafür reicht es. Also künstlerisch wertvoll ist das ganz bestimmt nicht. So, jetzt hätte ich da schon mal zwei. Ich finde aber, da könnte noch ein drittes hin. Das könnten wir jetzt einfach hier so. Also eine Spitze, ein Bauch, wieder Spitze, Bauch und das ein bisschen ausmalen. Das mache ich jetzt mal fertig rundherum. Überall immer mal so ein oder zwei Blätter und oder drei wie hier. Und wenn ich das nicht so richtig gerade kriege, ich weiß nicht, ob ich euch das so richtig zeigen kann, dann tupfe ich das so ein bisschen. Die Löcher so ein bisschen austupfen. So. Dann ist das auch überall weiß und auch ein bisschen gerade. Aber so ein Blatt ist ja auch nicht immer ganz gerade. Also das kann ja auch schon ein bisschen mal gezackt sein oder... Ich mache das mal fertig und zeige euch dann gleich, wie ich diesen Stein gemalt habe. So, das ist jetzt soweit trocken. Und ich habe hier so einen Permanentmarker. Der ist aber ganz dünn. Und da zeichne ich jetzt also nicht die Umrisse, sondern ein bisschen eingerückt. So, das Ganze mache ich. Ich zeige es euch gleich noch. Muss auch gar nicht so ganz, ganz ordentlich sein, finde ich jedenfalls. So, also ihr seht, nicht ganz zum Rand würde man ja gar nicht sehen, weil das schwarz ist, sondern ein bisschen eingerückt. Dann mache ich in der Mitte. Und dann könnt ihr einfach so Striche nach oben machen oder wie immer ihr wollt. Wie gesagt, einige können das bestimmt viel schöner, aber in etwa so. Also geht auch nicht so ganz einfach, weil das alles so umgeben ist. Ihr seht es wieder einmal so rum. Einmal die Ader in der Mitte. Ist jetzt auch ein bisschen krumm und schief geworden, weil da so ein Buckel ist. Und dann so. So mache ich das jetzt alles mal fertig, auch auf dem großen Stein vielleicht, aber da hätte ich auch noch mal eine andere Idee, das gucke ich jetzt gleich mal und dann zeige ich euch gleich das Fertige. Jetzt habe ich alle drei angemalt, die kleinen so, mit unterschiedlichen und auf dem großen habe ich jetzt nur oben so ein bisschen hingemacht. Das werde ich jetzt alles dekorieren und wie gesagt, ihr werdet es irgendwann nochmal sehen in einer Schwarz-Weiß-Deko, aber jetzt kommt das erstmal ins Beet. Das zeige ich euch im Nachhinein, hängen noch ein paar Bilder von
schönen Pflanzen dran. Vielleicht interessiert euch das auch noch. Ansonsten würde ich mich natürlich für die Idee, ihr könnt ja alles Mögliche drauf machen, für einen Daumen hoch freuen oder ein Abo. Ihr wisst, das kostet nichts. Ja, wer noch keins hat, der kann dann immer sehen, was ich hier bastel. So, bis zum nächsten Mal. Eure Bärbel.